Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen. Also, ganz ehrlich. Hallo? Ach gut, du bist ein frei rumlaufendes Hühnchen. Ach komm, du auch. Gut. Hallo? Welt? Entschuldigung. Ich verstehe das nicht so ganz. Auch ist es zwar während der Aufnahme, aber ich meine, dieser Prozessor müsste eigentlich funktionieren. Besser als alle anderen. Gut, mit 802,6 GHz, da bist du natürlich auch schneller Marsch, ne? Hier, meine Kerne sind dauerhaft bei 70% ausgelastet. Das ist natürlich nicht so nett. Was machst du denn hier? Unerwünschtes Programm. Guck mal, wie ich hier vergammelte Sachen essen muss. So, Blöcke. Ist natürlich ein besonderer Block, der kommt dahin. Essen und Knochen. Ach, guckt euch das an. So, und jetzt können wir. Zack, zack. Wie war das? Gab doch irgendwie Magma-Creme. Ach, das ist Magma-Creme. Entschuldigung. Ich meine natürlich das hier. Verwechsel ich immer. So, ein schönes Enderauge. Schon mal drei von den Viechern. Nicht so viel. Papier haben wir sehr viel. Leder haben wir. Zwei Stück. Naja, gut. Ein Buch, drei Leder, ne? Wir haben ja Kühe gesehen auf dem Weg. Ja, mal kurz strecken. So. Das kommt wieder zurück. Rüstung, Waffen. Okay, und das zu sonstigen Sachen. Warum haben wir eigentlich so ein blödes System hier? Ich verstehe es nicht. So ein blödes Lagersystem. Wer hat sich das denn ausgedacht? Und in welcher Folge? Wir können jetzt mal gucken. Zack, kommen wir runter. Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhl funktioniert. Hallo? Ich wollte nicht in dieser Etage landen. Hier ist nämlich nichts. Ich wollte schon ein bisschen weiter unten landen. Zack, willkommen bei den Men in Black. So. Unser schönes Portal. Da haben wir uns den Weg erspart. Ich suche eigentlich nur Endermänner. Ich weiß nicht, ob das hier falsch oder richtig ist. Das ist falsch hier. Das ist ein falscher Gang. Ich dachte, wir kommen jetzt beim Mineingang raus, bei unserem ersten Mineingang. Der ging doch hier auch vorbei. Oder haben wir den geschlossen? Den müssen wir, glaube ich, geschlossen haben. So wie es ausschaut. Warte mal, dann gehen wir nochmal nach oben. Dann haben wir den Mineingang. Ach, der war von der anderen Seite, ne? Der ist hier hinten. Ah, ne, der ist hier hinter. Ich gehe schon ins Lagerhaus wieder rein. Hier ist der. Oha. Na du. Kannst du mir nichts anhaben. Hier sind Stufen daneben. So. Hier ist auch noch Granit. Das hätten wir auch für den Tunnelbau noch gebrauchen können. Wir eigentlich dachten, wir haben alles ausgeräumt beim Tunnel. Ich dachte, wir haben alles rausgeräumt hier. So, was haben wir denn hier? Genau, hier ist unsere erste Höhle. Oh, schön wieder hier zu sein. Ein Spinnchen. Das kommt da gleich. Du guckst schon so, ne?
So. Gut, hier finden wir, glaube ich, von nichts. Hier ist zu viel Licht. Da unten hält sich keiner auf. Das ist eine 2 Block hohe Gegend. Da hält sich kein 3 Meter Viech auf. Ah, wird wieder dunkel, ne? Naja, grau auf jeden Fall. So, was zu essen. Männer hassen ja Regen. Können wir das nicht irgendwie. Können wir da jetzt nicht irgendwie drüber schlafen oder. Ja, können wir. Cool. Wusste ich nicht. Ach. So. Was wir jetzt natürlich nur noch machen, ist natürlich auf unseren Endkampf uns vorbereiten. Und da passiert natürlich nicht viel, Leute, ne? Wir müssen jetzt natürlich Enderperlen suchen, sammeln und finden. Und cheaten, das mache ich sehr ungern. Sehr, 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 sehr ungern. So. Ciao, Lee. Nein, nein. Boah, ist sehr schnell. Die Lore ist aber ein bisschen schneller, du. Der hat uns gleich wieder verloren. Der hat uns wieder verloren. So. Na komm. Geht's hoch? Zack. Gut. Spitzhacken haben wir jetzt nicht dabei, ne? Natürlich nicht. Kühe, naja, Kühe für was? Leder, Bücherregal, das machen wir auch nicht mehr fertig. Das glaube ich nicht, dass wir das noch fertig machen, das mit dem Bücherregal. So, Schafe, ja, von mir aus. Okay. Oh, das sieht echt schön aus hier. So, die Frage ist, bevor wir uns jetzt zu weit entfernen, da ist die Frage natürlich. Wo finden wir jetzt schnell Endermänner? In der Hölle kannst du davon garantiert nicht ausgehen. Mit 3 Enderperlen kommst du aber auch so nicht weiter, ne? Das ist klar. Laufen wir hier ziellos rum und können nichts machen. Gut. Dann müssen wir was anderes. Dann müssen wir uns eine andere Idee einfallen lassen. Wir haben jetzt 5 Level wieder. Können wir da was verzaubern? Nee. Müssen mal gucken. Wir müssen tatsächlich mal gucken, ob wir irgendwo eine Höhle oder sowas finden. Eine Höhle. Wenn sich die Welt denn neu lädt. Das ist immer so ein Problem hier. Guckt euch das hier unten an. Na gut, das bringt uns nicht viel hier alles. Hier ist nichts. Da unten. Sind hier Endermänner?
Das wage ich zu bezweifeln. Wir brauchen einen Ort, wo Endermänner spawnen. Einen guten Spawnpunkt. Ja, das ist nicht so einfach zu finden. Auf jeden Fall nicht in diesem Let's Play. So. Guck mal, hier unten gegen Ganglinks, ja, vom Teil. Von der Mine. Die haben ja alles überbuddelt hier. Die hatten wir auch eigentlich, ne? Die hatten wir während des Tunnelbaus durchgenommen. Hier fehlen auch wieder Blöcke. Das ist ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Der Tunnel fällt schon wieder auseinander. So, wir brauchen jetzt irgendwie einen Ort, wo wir Endermänner finden können. Viele von denen. Wir können ja nicht immer nachts losziehen. Das ist ja wohl nicht sehr viel. Tja. Wir haben natürlich noch eins, haben wir natürlich vier Stück schon zusammen, ne? So, vier Stück. Was wird sie jetzt machen? Die Frage ist und bleibt natürlich die ganze Zeit, wo wollen wir anfangen zu suchen? Wo denn? Gibt es irgendwo einen Ort, wo es die gibt? Mehrmals. Beim Spawner vielleicht. Ja, unten in der großen Höhle sind da eigentlich welche. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hin oder wo sind welche? Man sieht hier so wenig welche. Man sieht hier wirklich wenig. Oh, lass mir mal Gedanken lesen. Du weißt es doch. Du weißt es doch bestimmt. Schloss im Himmel, ne? Eisengolems hier. Ja, komm, du weißt es auch nicht. 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 Gib's zu. Wir müssen länger reisen. Wir müssen weiter reisen. Wir dürfen nicht sterben dabei. Was bei Endermännern ein Problem ist. Ich würd ja fast schon sagen, ich mache für Endermänner eine eigene Diamantrüstung. Ein gutes Schwert. Und dann haben wir den Salat, ja. Leveln müssen. Wir müssen aber erstmal wieder leveln. Wir haben doch. Das muss auch funktionieren hier unten. Das kann doch nur funktionieren. Ja, tut's auch, aber du kommst hier durch, ne? Der kommt hier tatsächlich durch. Ein bisschen leveln. Wir leveln ein bisschen. Sah nicht, die Level sammeln sich da. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ach komm, das Ding ist eh hinüber. Dieser kleine Sachschaden. Der interessiert mich nicht. Hier kann sein blödes Spinnauge haben. Brauche ich nicht mehr. So. Das bringt auch nicht viel. Gut, wir können ja mal gucken. Wir haben ein neues Eisenschwert. Zack. Lapis, Lapis Lazuli, warum? Lapis, Lapis. Ich mal hier so ein bisschen was mit. Da kommt eh nichts raus. Acht.
können Schärfe 1 machen. Was bringt mir das zweite Schärfe 1? Sieben Angriffsschaden ist auf der Höhe eines Diamantschwerts. Das hat's wohl gebracht, hoffe ich doch. So. Wenn wir das Ding jetzt ein bisschen weiter hochleveln, können es ja auftunen. So. Nee, warte, das muss doch auch mit einem. Muss das mit einem Eisenschwert sein? Ich weiß es gar nicht. Ich muss das mal ausprobieren. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade einen Fehler mache. Das will ich. Nee, kriege ich nicht das raus. Natürlich nicht. Wenn man aus dem, durch das Angeln, wenn man da Bücher bekommt, dann würde sich das ja vielleicht lohnen, da so ein paar Verzauberungen drauf zu hauen. Dafür müssen wir erstmal unsere Angel finden. Glück des Meeres ist ja nur für Fische, ne? Wir können ja nachts auf Jagd gehen und tagsüber auf Angelsuche, so kriegen wir wirklich was. Ich warte jetzt noch auf einen Fisch und dann, oder auf irgendeinen Gegenstand und dann können wir nochmal loslegen.